willkommen zum neuesten Arteshot. Da werden wir King Richard besprechen. Das ist nicht Shakespeare, aber es ist ein Sportfilm, was ja eigentlich schon nah an Shakespeare dran ist. Was ist King Richard? Ja, King Richard ist ein Biopic über Richard Williams, den Vater von Serena und Venus Williams. Und hier wird eigentlich sehr ausführlich erzählt, wie er, also in seiner zweiten Ehe ist das genau vor allen Dingen, also wo er in Compton wohnt und also da dieser sehr problematische Bezirk bei L.A. oder in L.A. und wie er da seine Kinder aufzieht und sie mit 4, 4,5 schon zu Tennis-Stars drillt eigentlich. Und ja, und das wird so, diese Geschichte wird erzählt bis zu den ersten großen Erfolgen der beiden, also vor allem von Venus Williams. Und also sozusagen dürfen wir diese Familie begleiten bei diesem Projekt American Dream. Meine Töchter werden die Besten der Welt. Genau, das ist halt ein Tennisfilm einerseits, aber doch nicht ein Tennisfilm wie Borg gegen McEnroe, der vor ein paar Jahren rauskam, wo es wirklich um ein Duell geht. Oder ich meine, wie, es gibt auch eine Doku aus dem Jahr 2012 über die Schwestern, also die auch sehr gut sein soll, die ich nicht gesehen habe. Und es ist natürlich auch kein Woody Allen, Matchpoint. Also es ist wirklich weit davon weg. Es ist einerseits ein klassischer Familienfilm im Grunde genommen, ja. Und dann auf der anderen Seite auch ein Film über Schwarzsein, über afroamerikanische Kultur in Amerika und wie man sich selbst ermächtigen kann, wie man sich befreien kann und im Grunde genommen auch, wie festgeschrieben die Rollen sind. Denn Richard hat ja wahnsinnige Schwierigkeiten, seine Töchter im Grunde genommen an den Mann zu bringen. Ja, genau. Ja, deswegen am Anfang will er es auch gar nicht, da trainiert er sie selber eben. Später hat er wohl gesagt, dass 4, 4,5 wohl doch ein bisschen zu jung war. Er hätte mit 6 hätte er lieber angefangen. Aber er ist da akribisch. Also sie wohnen eben wirklich in diesem armen Viertel. Sie gehen zu öffentlichen Tennisplätzen und er zieht da, er war auch Tennislehrer, also er hat eine kurze Tennislehrerausbildung gemacht, der Vater. Und auch die Mutter, also das ist seine zweite Frau, mit der eben diese beiden Töchter bekommen hat, Serena und Venus. Und und diese beiden sehr sportlichen Eltern also erziehen oder trainieren sehr lange die beiden Töchter mit diesem klaren Projekt. Er hat, sagte auch im Film, sagte auch in allen Interviews, eben einen 70, 80 Seiten Plan gehabt, wo er die Karriere akribisch schon vorbereitet hat. Und dieses Selbstverständnis, ihr werdet mal zwei Champions, also das bringt er in einer, ja, man kann sagen, Penetranz bringt er das seinen Töchtern bei, bis die da völlig geimpft sind mit diesem Selbstbewusstsein. Und ich habe jetzt Serena und Venus erst kennengelernt, so als Sportfan mit diesem unglaublichen Selbstbewusstsein und diesem, mit diesem sehr unbescheidenen Auftreten. Und mir selber persönlich sind so bescheidene Stars wie Steffi Graf oder so oder Andre Agassi eigentlich lieber, so als Siegertyp. Aber ich glaube, nach diesem Film verstehe ich ein bisschen besser, warum das so kommen musste vielleicht. Und man muss schon die Frage stellen, also hätte er mit einer bescheideneren oder anderen Einstellung, hätte er sie wirklich dahin gebracht? Das ist für mich so die Frage, die hinter diesem Film steht. Kommt man sonst aus Compton raus? Also gab ja vor ein paar Jahren den wundervollen Straight Outta Compton, ja. Film der Dr. Dre und die Hip-Hop-Gruppe NWA zeigt, wie sie auch aus diesem gleichen Viertel aufsteigen und wie problematisch das ist. Und das sind auch große Pluspunkte, finde ich, bei diesem Film. Man erfährt sehr viel über das Stadtteil, das Leben dort, die Polizei, die da ist, die Nachbarin schwärzt sie an. Also ganz unangenehm, er kriegt Ärger mit Halbstarken, die sich da an die Venus heranmachen wollen. Er wird zusammengeschlagen, weil er seine Töchter schützt. Sehr berührende Szenen auch, finde ich. Und Will Smith spielt das, finde ich, fantastisch. Er ist jetzt auch schon für viele Preise zu Recht nominiert. Das ist auch ein tolles Drehbuch, also finde ich. Das stand ja 2018 auf der berühmten Blacklist für Drehbücher in Hollywood. Und das ist dementsprechend, weil es mal als unverfilmbar galt, aber es ist wirklich das sind tolle Dialoge, die für mich auch nicht eindeutig sind. Und das macht den Film so stark, weil ich musste immer auch denken, dass es einerseits reißt er die
die Töchter raus aus diesem gesellschaftlichen Vakuum eigentlich. Und auf der anderen Seite hat es für mich auch diesen Beigeschmack von Missbrauch. Also die haben ja keine Wahl. Also sie werden wirklich gedrillt. Es sind wirklich wie kleine Affen, die auf dem Tennisplatz vorgeführt werden und sich dann auch beweisen müssen. Und das hat dann auch für mich so eine Erinnerung an This Is Us, also an diese tolle Serie, wo ja auch thematisiert wird, wie schwierig es ist, schwarz zu sein, dass man oft doppelt so gut sein muss und sein will, um überhaupt in Amerika anzukommen. Genau. Und das ist natürlich das auch Thema. Das sagt er auch zu seiner Tochter in einer Szene, du musst das beste Mädchen sein, sondern du musst ein Vorbild für alle schwarzen Mädchen auf der ganzen Welt sein. Ja? Und dieser wahnsinnige Druck, das ist für mich das große Fragezeichen, einfach dieses Pädagogische sozusagen, unter was für einem unglaublichen Druck stehen diese Mädchen. Wenn man sie heute sieht, also Serena Williams war letztes Jahr bei Jimmy Kimmel und die wirkt sowas von entspannt, hat ja inzwischen ein Kind bekommen und hat ihr eigenes Mode-Label und so weiter. Und also da muss man sagen, ja, und sie hat auch keinerlei Vorwürfe ihrem Vater gegenüber oder ihrer Mutter gegenüber. Sie lächelt, sie ist glücklich, dann irgendwie unterm Strich, muss man sagen, es geht. Ja, ist die Frage, was dahinter steht, dass man aus. Weiß ja nie, das ist ja alles Inszenierung auch, also mediale Inszenierung, das haben wir gerade in Mary Me gelernt gestern, also das alles natürlich, diese Öffentlichkeit ist eine inszenierte Öffentlichkeit. Ja, aber ich denke, sie könnte sich schon mehr distanzieren, das hatte Andrew Agassi zum Beispiel auch in seinem Buch Biografie getan, wo er sich ganz klar gegen seinen Vater, gegen diesen Druck da wehrt. Also wir haben ja eben Gegenbeispiele, wir haben das Beispiel Naomi Osaka, die lange aus dem eine Pause macht, weil sie dem Druck nicht standhält als Nummer eins. Das stimmt. Und da frage ich mich natürlich. Und wollen wir auch noch Nadal nennen, der ja auch also in seiner Biografie, also in seiner Autobiografie geschrieben hat, dass natürlich sein Onkel also mit ähnlichen Methoden gearbeitet hat wie eigentlich King Richard. Also aber hat er sich distanziert von seinem Onkel? Nee, hat er nicht. Der sagt heute noch, also er hat ihn gehasst immer wieder, er fand es wahnsinnig schwierig und er hat sich mal gefragt, wäre es auch anders gegangen. Aber letztendlich hat es funktioniert und nur deshalb hat er so ein Spiel gewinnen können, wie jetzt das Letzte, also bei den Australian Open. Ja, also das ist, das ist einfach so, dass die große Frage, die man sich natürlich als Eltern oder auch im Sportbereich einfach stellen muss, wie viel Druck übe ich aus und wie gesagt, unterm Strich, die Venus Williams hat Serena auch bei Jimmy Kimmel gesagt, also hat sich auch sehr stark um die Dreharbeiten also eingemischt. Also dieser Film sozusagen spiegelt wirklich eins zu eins ihr Erleben wieder, also wie es zumindest das Erleben, wie es dargestellt werden soll. Also ob es dann stimmt, ist eine andere Sache, aber die beiden Schwestern sind absolut zufrieden mit dem Produkt. Der Vater hat das angeblich den Film noch nicht angeschaut, was man kaum glauben kann, aber auf jeden Fall unterm Strich kann man wohl sagen, das hat alles funktioniert und trotzdem schaudert es einen dann bei dieser Dressur, die du angesprochen hast, wenn er dann fragt, wer ist dein bester Freund, Venus? Und sie sagt, du, Daddy. Wenn sie mal in ihrem tollen VW-Bus losfahren und dann immer... toll, das ist eine alte Chaise. Ja, das ist eine alte Chaise, aber es hat was natürlich für einen Moment was Romantisches, aber was dann im Bus passiert, ist alles andere als romantisch. Ja. Da geht es wirklich nur auf die Fokussierung, auf das Ziel, auf alles andere im Leben wird ausgeschaltet und auch natürlich die Pläne, wann will wer... Die ersten Wettbewerbe spielen, auch das entscheidet ja dann letztendlich der Vater. Und nicht mal der Trainer, das ist ja das Irre. Er setzt sich mit seiner unglaublichen Energie, mit seiner Wut auch gegen das weiße Establishment. Ja, er muss für die Trainer unglaublich penetrant gewesen sein, weil er eben selber Trainer ist und er konnte auch nicht loslassen. Er wollte totale Kontrolle. Also er entscheidet genau, wann ist das erste Turnier. Die Mädchen wollen schon lange Turniere spielen und er sagt, nein, ich entscheide das und so weiter. Er nimmt sie dann 95 auch schon von der Akademie runter und trainiert sie nur noch selber. Und es ist sehr schräg. Man erfährt auch ein toller Aspekt des Films, man erfährt eben sehr viel da über das Spielsystem, wie kann man da überhaupt groß werden. Er hat zum Beispiel der Vater nennt abschreckende Beispiele für Kinderstars, Jennifer Capriati, auch wahnsinnig bekannt und ein Shootingstar war, der dann völlig verglüht ist. Und da sagte er, nein, ich möchte nicht, dass meine Töchter, also ich baue, ich entscheide, dass das sind wieder Dinge, wo er pädagogisch punkten kann. Wo man sagt, da kümmert er sich wirklich um sie. Das ist die Stärke, diese Ambivalenz. Der Film scheut sich nicht davor, auch die negativen Seiten zu zeigen, also das Harte, dieses Dogmatische, dieses fast Missbrauchsartige. Obwohl ich gar nicht weiß, ob das in Amerika als hart oder dogmatisch ist. Es geht ja um Erfolg, genau. Also wie gesagt, mir ist als Siegertypen sind mir eben so bescheidene Steffi Graf-Typen lieber, die ja auch Schwierigkeiten hatte und wir wissen auch mit ihrem Vater Peter Graf, dass das alles sehr problematisch war, aber trotzdem ist sie natürlich ein ganz anderer Typ und
Aber irgendwie, wie gesagt, inzwischen denke ich, ja, wahrscheinlich hätte es sonst nicht so funktioniert, auch wenn dieser, wenn er nicht dieses unglaubliche Selbstbewusstsein ihn eintrainiert. Ich meine, wer sagt so bei seinem vierjährigen Mädchen, das wird mal die berühmteste Tennisspielerin aller Zeiten, ja, wie es Serena vorausgesagt hat. Also er hat es auch angeblich auch vorher gewusst, schon als sie beide 10, 9, 10, 11 waren, dass Serena mal die bessere sein wird. Er hat das schon gesehen, dieses Talent. Ja, und das ist Wahnsinn, auch natürlich, dass man mit so einem Selbstbewusstsein, was man natürlich erstmal haben muss, auf John McEnroe und Pete Sampras zugeht beim Training und sagt, jetzt guckt euch meine Tochter an, die ist verdammt gut, das ist die Beste. Ich meine, das ist der Wahnsinn, ja. Es ist im Grunde genommen wirklich es ist hybrid, völlig irre. Überhaupt nicht zu verstehen, wie er darauf kommt. Also, dass er außer diesem Drill sozusagen sich da so sicher ist, dass sie auch dies, man kann ja nicht alles mit Drill. Ja? Das hätte auch nicht funktioniert. Und das ist eben wieder auch meine Frage. Es wird natürlich ein Erfolgsfilm gezeigt. Es hat funktioniert. Sie sind die wahnsinnig gute Tennisspielerin geworden, auch eben heute auch wohl entspannte und tolle Persönlichkeiten. Und aber ja, wie oft hat es nicht funktioniert? Genau, wie oft, genau, wer zeigt die Filme sozusagen von denen, die das genauso versuchen, die da genauso viel reinstecken und die eben scheitern dann, ja. Und das ist natürlich immer, wo ich dann, ich freue mich dann sehr wirklich über ihre Triumphe und dass sie Erfolg hatten, aber so als Zuschauer bleibt mir dann doch die Frage, welches Bild wird hier vermittelt? Soll man es genauso machen, auch als Nachahmungseffekt, oder müsste da ein bisschen differenzierte, da hätte man vielleicht durch eine andere Person, die vielleicht das anders sieht. Also diese Seite fehlt mir ein bisschen, weil, wie gesagt, der Film ist wahnsinnig emotional und Beyoncé hat ja dann den Song noch dazu geschrieben und das ist alles sehr berührend und man muss öfter weinen, weil wenn er sich auch so rührend vor seine Kinder stellt, da in Compton und so weiter, das ist alles fantastisch. Ja. Alle Rollen sind auch wirklich toll besetzt. Aber eben so, dass man einmal so eine etwas kritische Sache, das hätte auch schief gehen können oder das wird halt wirklich so straight erzählt, wie am Schnürchen gezogen, dass halt sein Plan genau aufgeht. Und dem ist traue ich doch, also dass das halt bei vielen Leuten klappt. Das ist halt auch der American Dream, der da propagiert wird auf gewisser Weise. Und das zeigt die andere Seite natürlich keinesfalls. Aber trotzdem finde ich es einen super wichtigen Film auch, weil er einfach... ein wichtiges Kapitel auch des Sports aufarbeitet und zeigt, es gab zwar schon auch eine schwarze afroamerikanische Sportlerin, also Tennisspielerin, auch in den 60ern, aber die kennt heute keiner mehr. Also insofern ist es wahrscheinlich ganz gut, diesen Film zu machen. Ja, Althea Gibson heißt sie, glaube ich, aber ganz sicher bin ich jetzt gerade nicht. Ich werde nachgoogeln. Ja. Also auf den Film, ein guter Film. Ja, ein guter Film, auf jeden Fall mit pädagogischen Fragezeichen. Ja, dabei lassen wir es.